Also erstmal herzlichen Dank, dass es geklappt hat für die Zeit. Ich freue mich, dass du heute da bist. Beziehungsweise bist du ja eigentlich für Sky heute Abend hier, die Analyse zum Spiel morgen. Ich will aber eigentlich gerne mal über den HSV sprechen, unser momentanes bisschen Sorgenkind in der Bundesliga. HSV ist seit 1919 in der höchsten Spielklasse, fünftgrößter Club in Deutschland. Momentan leider eher der, sagen wir mal, Spitzenclub im Abstiegskampf. Ja. Große Krise heißt in den Medien. Sie oder du hast auch einen persönlichen Bezug, selbst dort gespielt, ja. Auch als bester Spieler ausgezeichnet, sage ich jetzt einfach mal, gewesen. Inwiefern nimmt dich die Situation mit oder machst du dir Gedanken, bist du da so emotional dabei? Ja, es ist ein Ex-Club von mir, wo ich 2,5 Jahre gespielt habe, wo ich sehr viel Spaß gehabt habe, aber auch schon ein paar Krisen durchlaufen bin. Und ja, es ist immer schwierig, bei Hamburg dort hinzukommen, was die Leute von dir erwarten. Das war schon schwierig. Europäisch muss eine Stadt wie Hamburg eigentlich immer dabei sein. Und um dann so abzurutschen, wo sie jetzt stehen, als 16. in der Bundesliga, das hat natürlich niemand erwartet. Aber plötzlich stehst du da durch verschiedene Faktoren, ob das jetzt ein Trainer ist oder Verletzungen und Spieler außer Form oder was auch immer. Oder sogar die falsche Zusammenstellung des Kaders. Fakt ist, du stehst jetzt da mit deinem Club und ja, das tut schon weh, das zu sehen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mit ehemaligen aus meiner Zeit dann spreche, mit Barbaras oder Hochmar oder Uifalushi, die Jungs, wo ich noch regelmäßig Kontakt mit habe, die alle sagen, wie ist das doch möglich, dass unser schicke Verein so weit abgerutscht ist. Und ja, das tut weh. Das tut weh. Ja. Aber ich hoffe noch immer, dass es zwei schwächere Mannschaften gibt. Also sprich, richtige Gründe, wo du jetzt sagst, daran liegt es nicht, dass das wirklich so ein Traditionsverein, der eigentlich auch beste Bedingungen hat, was ja, ökonomische Bedingungen angeht. Sicher. Aber wie kommt so ein Verein schon mal an 100 Millionen Schulden? Ja. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, wenn du dann in einem Jahr bist, wo es schwierig ist und du kannst im Winter nichts mehr korrigieren, dann wird es natürlich auch schwierig. Und ja, ich denke, dass die Kaderzusammenstellung die letzten Jahre nicht echt gut war. Und ja, dann bin ich noch sehr vorsichtig. Ich glaube, die Mischung der Spieler, dass das nicht in Ordnung ist. Also sprich, Themen wie Nachwuchsförderung und auch so Kontinuität in sportlicher Leitung, sage ich, das sind vielleicht auch Themen, die da mit reinspielen? Ja, das denke ich sicherlich. Ich denke, dass Frank Arnesen in seiner Zeit sehr unglücklich war in die Spieler, die er rangeholt hat und vor allen Dingen sehr viel aus einem Topf. Und der Topf war ein Chelsea-Topf. Und ich bin nicht immer davon überzeugt, dass das der beste Weg ist. Du selbst warst auch mal Trainer, Co-Trainer. Mhm. War es zwar nie eine Abstiegssituation, sage ich mal, auch nicht als Spieler, aber was geht in so einer Situation in den Spielern vor oder im Trainer? Also mal so dieser psychologische Aspekt, wie kann man sich das Ja, erklären? Aber das ist, die Einzigen, die das jetzt klären können, sind die Jungs untereinander. Mhm. Da muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen oder mal ein Spiel, wo das passiert, wo sie sich fangen, wo sie einander vertrauen und wo dann was entsteht. Das kannst du nicht künstlich erzeugen. Das muss aus dem Inneren rauskommen. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also sind da vielleicht so Existenzgrundängste, sage ich mal? So ja, es ist Fakt, dass all diese Spieler, wenn sie absteigen, entweder was Neues finden müssen, also sowieso umziehen müssen, oder dass sie nicht mehr den Vertrag bekommen, den sie jetzt haben. Also was die finanzielle Seite betrifft, wird jeder da schwächer. Ja, okay. In welchem Bereich im Verein siehst du den größten Handlungsbedarf? Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, da muss man ansetzen, da hapert es am meisten? Na, ich denke, dass HSV ein Riesenschiff ist, wo sehr viele Kapitäne drauf sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einen Kapitän auf dem Schiff hat. Und Aufsichtsräte und Vorstände, da sind hunderte von Leuten drin, gefühlte hunderte von Leuten drin. Und jeder möchte sein Ding daran zu beitragen. Und es ist nicht immer so den Beitrag, dass es vorangeht. Es sind auch manche, die schieben mal ein bisschen rückwärts. Und wenn Hamburg das nicht hinbekommt, dann bleibt man noch ein paar Jahre auf dieses Niveau. Und das ist nicht zu wünschen, weil ja. Die Stadt ist gigantisch, der Verein ist gigantisch, das Umfeld ist gut. Ja, was willst du noch mehr? Du hast ein fantastisches Fußballstadion. Es ist auch noch überragend, da zu wohnen. Also alles stimmt. Ja. Nur die Leistung nicht. Okay. Heißt, was
was glauben Sie, wie die Saison verläuft? Wie wird es ausgehen? Also Hoffnung, dass Sie nicht absteigen, ja, aber... Ich hoffe sehr. Ich bin beim Spiel HSV Bayern München noch im Stadion mit okay. vier Freunden aus Maastricht. Wir besuchen jedes Jahr einen Ex-Club und dieses Mal war HSV dran. Hätte ich es besser letztes Jahr gemacht und dieses Jahr nach Liverpool, dann wäre es schöner gewesen, die Mischung für beide Seiten. Aber wir sind in Hamburg und ich hoffe so, dass dieses Spiel nicht noch das allerwichtigste Spiel wird, weil um gegen Bayern München noch mal ein paar Punkte zu holen, das ist Fragen und Probleme. Das stimmt. Die HSV Plus-Initiative ist gerade im Gespräch. Was halten Sie davon? Ich glaube, im Mai jetzt soll darüber entschieden werden. Ja, darüber habe ich eigentlich nicht eine konkrete Meinung. Okay. Weil es soll sich erstmal sportlich alles richten, drinbleiben, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und dann ist es vielleicht ein sehr langer Sommer, wo hart geredet wird und wo Leute vielleicht, die gegeneinander waren, vielleicht mal Schulter an Schulter stehen. Dietmar Beiersdorf etc. Ja, ich meine, es ist einfach Kritik zu äußern oder zu rufen, dass alles schlecht ist. Aber dann kommt vielleicht auch der Moment, wo du sagst, okay, jetzt versuche ich auch zu helfen, weil ich da noch ein gutes Gefühl dabei habe. Ja, okay, schön. Wollen wir das Beste hoffen? Noch ein paar Fragen zu dir persönlich, zu deinem persönlichen Werdegang. Du bist ja auch ein gelernter Metzger. Stimmt, ja. Auch genannt der Butcher, habe ich gelesen. Ja, so. Meine Art zu spielen war auch ein bisschen grobe ab und zu. Und ja, wenn du den Beruf ausgeübt hast und ich bin auch Metzgermeister, dann da wird dich das zugerufen. Und ich habe auch noch ein bisschen rustikaler gespielt. Naja, dann passt das ja. Doppelte Bedeutung quasi. Ja, aber es war ein sehr ehrlicher Beruf und schöne Lehre gehabt, bei meinen Eltern in der Metzgerei gearbeitet und dann musste ich mich entscheiden, Profifußballer werden oder in die Metzgerei. Und mein Papa, der es gerade nicht geschafft hat, Profifußballer zu werden, hat gesagt, Junge, geh deinen Weg und ich warte auf dich. Aber da musste er sehr lange warten und hat die Metzgerei verkauft. Das wäre meine Frage gewesen. Also der schon früh von Kindesbein mit dem Fußball verbunden und dann war ich kenne nichts anderes als bei uns zu Hause wurde Sport betrieben. Meine Mutter hat Volleyball gespielt, Papa hat Fußball gespielt, meine Schwester hat Basketball. Also wir hatten zwei Waschmaschinen, wo immer Sportklamotten drin waren. Und Sport war für uns sehr, sehr, sehr wichtig bei uns in der Familie. Okay. Und ein Ausgleich für den Rest, was in der Rest der Woche passiert ist. Okay. Für Schweinefilets. Filetieren und so. Ja, ich meine, es ist auch schön, um Metzger zu sein. Und meine Eltern haben das 40 Jahre zusammen gemacht. Und ich habe viel von beiden gelernt. Auch was ist der Wert von Geld? Oder wie geht man mit anderen Leuten um? Oder was ist Höflichkeit? Oder man kann nicht mit einem unhöfliches Gesicht ein Rindsbraten verkaufen. Das geht nicht. Dann kauft der Kunde nichts. Und ich glaube, dass man das auch lernt, wie man damit umgehen soll. Ja. Schon mal eine Uli Hoeneß-Wurst verkosten dürfen? Nein, das nicht, aber ich habe noch immer sehr viel Respekt vor Uli Hoeneß. Und der Mann hat einen Fehler gemacht, den er auch gestanden hat und muss dafür büßen. Das ist schwer, aber es ist so. Und ich habe noch immer sehr viel Respekt für das, was er gemacht hat bei Bayern München. Und das ist der stärkste Verein der Welt. Ja, genau. Wie war es denn mit Sky? Wie kam sie zu Sky? Mein Vertrag war zu Ende bei Alemannia Aachen und ich habe dann mal eine Analyse gemacht für das ZDF, für ein Spiel von Holland gegen Dänemark in Charkow. Und das deutsche Fernsehen oder die Leute von Sky haben mich dann gesehen im Fernsehen und haben mich gefragt, ob ich mal nach München kommen möchte, wollte mir mal was erklären, dass es eine neue Sendung gibt, Champions League, wird etwas ausführlicher und die haben einen Analytiker gebraucht und einen Experte. Ja, und dann bin ich hierher gekommen und habe mir das mal angeguckt und gesagt, ja, ich möchte das eigentlich mal ein Jahr versuchen. Und jetzt sind wir am Ende vom zweiten Jahr. Genau. Und ich mache das gleichzeitig auch in den Niederlanden für das holländische Fernsehen Fox. Mhm. Und da mache ich auch Fußball, holländische Liga, Englisch und Italienisch. Mhm. Also ich mache schon 2 Jahre diese Fußballanalysen und mal tiefer rein in Fußball reingehen und das macht mir Spaß. Es ist viel Reisen, es ist Amsterdam, München oder Maastricht, wo ich herkomme.
Aber wenn man seine Zeit einteilt, hat man ein sehr schönes Leben. Super schön. Wäre denn auch eine Option nochmal als Trainer was oder fühlst du dich ganz wohl? Na, ich finde es eigentlich jetzt gut so. Es fühlt gut an, es fühlt naturell. Ich trainiere ganz kleine 11-12-Jährige, die trainiere ich und das aus einer Auswahl aus Maastricht, das macht Riesenspaß. Und ich helfe den lokalen Verein, MPV Maastricht, den Profiverein. Helfe ich am Montagnachmittag die Nachwuchsstürmer. Okay. Die nehme ich dann mit auf den Platz. Ist auch für mich selber schön. So ein Sack voller Bälle. Und dann gehst du mal mit den Jungs auf die Kiste bollern. Und, so wie es früher war. Und versuchst die Jungs was mitzugeben, was ich eigentlich in all die 18, 19 Jahre gelernt habe als Stürmer. Und was ich auch wieder von Älteren lernen müsste. Ja. Und ich hoffe, dass ich das weitergeben kann an die Jungs. Und dass sie besser Fußballer werden. Wie würdest du dich trotzdem als Trainer für beschreiben? Warst du eher so ein bisschen der ruhigere, sachliche oder warst du eher so emotional? Ja, ich war als Spieler mit sehr viel Temperament und ich glaube, dass man das als Trainer dann nicht einfach an die Seite schieben kann. Ich denke, dass ich älter geworden bin, dadurch etwas ruhiger, aber trotzdem bleibt der Ehrgeiz, bleibt die Art, wie du bist. Du kannst dich nicht ganz wegschieben zur Seite. Du bist so, ja. Simeone ist so. Ja. Mourinho ist so und Klopp auch. Und genau. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, wie er auch war als Spieler oder als Sportler an sich. Und dann kannst du dich nicht stellen oder anders sein. Und das Temperament, das ist bei mir drin. Und das wird dann, wenn ich nochmal Trainer machen würde, wird das auch drin sein. Und dann wissen die Leute, er ist so, wie er ist. Da ist er wieder quasi. Ja. Sprich, diese Klopp-Ausraster, nenne ich es jetzt mal, sind menschlich und in deinen Augen okay? Ja, die sind sicher menschlich, aber ich verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht, dass ich das immer akzeptiere oder dass das immer gut ist. Es ist genau, dass ich fahre auch gerne etwas schneller, aber es ist nicht erlaubt. Und das gilt ja das Gleiche für einen Trainer. Wenn er weiß, was seine Regeln sind und wo er auch sich dran zu halten hat und wenn er über die Linie geht, dann muss er dafür büßen. Und da weiß der Trainer Klopp auch, wenn das passiert, warum er dann auch büßen soll. Er weiß es. Und das ist das Gute bei ihm. Nach so einem Spiel siehst du gleich, dass er das Gefühl hat, oh, das hast du schlecht gemacht. Aber er kann es ja nicht mehr zurückdrehen. Ja. Bei den Spielen, Champions League Spielen, schaut ihr Backstage oder schaust du Backstage mit den anderen Experten? Ja. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Sitzt ihr da und diskutiert fleißig mit oder macht jeder seine Notizien? Oder ja, so wie hier. Wir haben ein paar Couchen stehen und natürlich eine ganze Reihe am Fernseher, wo man sicherlich in die Vorrunde spielen auch schon mal sehr viele Spiele gleichzeitig sehen kann. Und natürlich alles bei Sky. Und das werden dann immer weniger Spiele, aber jeder hat so sein eigenes... als seine eigene Sache. Es gibt Leute, die schreiben alles auf. Es gibt Leute, die kommentarieren alles. Mhm. Dann gibt es noch Franz Beckenbauer. Der hat seine ganz eigene Art. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie tickt der? Das ist für mich ein Phänomen. Das erste Mal, wo ich im Studio reinkam, bin ich rübergegangen und sage, hallo, Herr Beckenbauer. Und dann das Schönste ist dann, um ihn mal zu charakterisieren, wie er ist und wie er auch umgeht mit den Leuten da. Erik, wir haben doch beide Fußball gespielt. Ich bin der Franz. Und das ist dann etwas, so ist er. Und so ist er auch im Studio und er flachs mit alle und hat auch ein Hallo für den Kameramann oder wer auch immer. Und für mich ein Mann, Chapeau, riesen Respekt. Schön, also macht Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, und hinter die Kulisse, das ist schön. Es ist auch mal schön zu sehen, wie es da rumgeht. Auch wie so eine Sendung gemacht wird, wenn man so einen ganzen Champions League Abend hat. Wie viele Leute dabei sind, wie viele Leute da involviert sind. Und es ist schön, dass der Holländer dabei sein darf. Man wurde stark von Bayern dominiert. Ja. Meinst du, das geht jetzt so weiter und die Jungs starten weiter durch, auch nächstes Jahr? Oder kann man wieder mit Überraschungen rechnen, wofür die Bundesliga eigentlich bekannt ist? Ja, ich habe heute ein paar Namen im Kicker gesehen, die für Dortmund sprachen. Boah, wenn sie die Jungs die Namen holen können, dann heißt das schon eine Steigerung von Potenzial. Und man hat ja auch vorletzten Samstag gesehen, was möglich ist, wenn Dortmund auf Hochtouren spielt und Dortmund ein bisschen nachlässt. Also das war auch eine Warnung Richtung Bayern München. Beine stark, ohne Frage, wieder Halbfinale, 4 von 5 Jahre ins Halbfinale von der Champions League. Das heißt, dass du nicht nur stark bist in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Aber die Jungs, die da jetzt unglaublich gut sind, die werden jetzt auch älter. Die gehen jetzt 30 oder gehen schon über 30. Und jetzt muss der Verein dafür sorgen, dass Nachwuchs da ist oder dass ein Ersatz da ist für Robben und Ribéry. Und ja, das wird schwieriger. Und es ist für die Spannung in der Bundesliga zu hoffen, dass das wirklich schwierig bleibt. Und es ist zu hoffen, dass andere Vereine anknüpfen. Und ja, Dortmund ist gut. Aber was passiert wieder diese Transfersommer? Mhm. Werden da wieder Jungs weggeholt? Oder was passiert mit Trainer Klopp? Kommt da vielleicht noch etwas? Ja, das sind alles Fragezeichen. Bayern München bleibt groß und bleibt gut. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Es geht sich nur darum, wie stark werden die anderen. Okay. Schön, vielen Dank. Bitteschön. Das war's von meiner Seite. Danke. Okay. Ciao.